Also da vorne war ein Rad, aber da komme ich noch nicht dran, da muss ich wohl Tinte ablassen. Deswegen gehe ich erstmal hier weiter, würde ich Ja, da warst du sagen. ja den Pömpel, da kannst du ja auch nicht rauspömpeln. Soll ich mal versuchen? Ja, probier mal, du hast einen Pömpel. Ja, ich versuche Ich mal, meine, weil du bist hier der Klempner ducken kann für ich mich ja Alice. nicht, oder? Kann man sich Nee. ducken? Wenn mit Steuerung. Nee, C auch nicht. Für Crouch vielleicht? Nee. Du, man kann Ja, dann springen. Pömpel ab. Ja, geht auch nicht. Cool, aber Welche man sieht gedrückt ja auch, halten oder so? nee, man sieht hier drin auch, dass es eine Treppe, die nach unten führt. Also muss man vielleicht, ja. Ja, wahrscheinlich wieder ein Und Rad. Hier wurden ja überall die Pumpen da sind installiert, die. weil die Ink Machine alles geflutet Warte, hat. wo sind wir gekommen? Von da unten, ne? Ach, frag mich Geht nicht. Du also nach kennst meinen oben und. Orientierungssinn. Ja, es geht nach oben, es geht hier lang. Die Frage ist, wo wollen wir lang? Ich weiß nicht, ich befürchte. Oh Gott. Don't want to work here anymore. Ich möchte Ich hier nicht mehr kenne sowas. arbeiten. Ja, das kenne ich. Ach Gott, schon wieder so eine große Scheibe. Soll ich vielleicht erstmal nach oben Warte, gucken? he will set us free. Er wird uns Oder befreien. soll ich nach oben gucken oder soll ich hier lang? Oh, ich habe jetzt noch eine Idee. Gerade mal. Und zwar. Alice Angel hat hier mit dem ganzen Scheiß angefangen. Okay. Das hat mich. Und Oh, da ist noch einer. die übrigen Mitarbeiter, die hier noch drin waren, haben Bendy beschworen, um sich selbst, also in der Hoffnung, dass Bendy sie von Alice Angel befreit. Was zum. Ist das ein Bendy? Nein, das ist einer von der Butcher Gang, diese Spinne. Oh Warte, Gott. siehst du gleich. Oder auch nicht. Und da müssen wir Ja, irgendwann ich noch sehe, dass sie rein. mehrere Arme hat. Ich glaube, die kann man nicht töten. Wenn die schon so rumläuft und da so ein Ding ist, ich glaube, vor die muss man sich verstecken. Unter anderem. Ich glaube aber auch, ich gehe mal kurz rein. Ich glaube, das ist auch generell das Kapitel ist mehr offener, weil es gibt ja jetzt auch noch die Treppe nach oben und hier noch alles. Ja, Soll es ich ist ziemlich groß. erst die Treppe nach oben gehen oder soll ich hier weiter gucken? Ich weiß nicht. Kannst du irgendwo, da ist so ein, ist das Speicherautomat? Nee. Da hinten ist einer. Speicher. Oh, jetzt muss man auch noch was machen. Ich speichere mal kurz. Another day, another dollar. Another day, another dollar, ja. Okay, das ist Level P. Gut, hier ist der Aufzug unten, wartet immer noch Boris auf uns. Können wir den hier hochholen? Ja, können wir. Ah, also müssen wir uns. Oh, oder auch nicht. Ich hätte jetzt. Nee. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen uns vielleicht. Ah, doch, er kommt. Also müssen wir uns wirklich auf den ganzen Etagen hoch und runter bewegen. Und das sind sozusagen die Schnellreisepunkte. Ja. Quasi. Ah, Das da ist ist cool. Boris. Ja, der steht da immer was. Boris macht hier den Liftboy. Hast du was zu sagen? Nein, natürlich nicht. Ja, man kann hier alle. Aber bevor ich weitergehe, also bevor ich den Lift benutze, gucke ich mich lieber erst nochmal hier rum, oder? Ja, du kannst ja auch an diesen Rädern drehen. Da machen wir was hoch. Hier was runter. Da auch noch. Frage ist. Ja gut, ich glaube, da brauchen wir irgendwas, was uns hilft. Ich denke, das soll so eine Art Rätsel sein und wir brauchen da wohl was, was Another day, uns another sagt, wie die dollar. stehen müssen. Kann schon sein. Ich lasse es erstmal, weil dran rum, nur dran rumzureden, wird auch nicht sehr viel bringen. Wir gucken uns einfach mal hier hinten um Aber Etage das würde um. zumindest dieses ganze He will set us free erklären. Ja, doch, schon. Wenn Alice hier echt angefangen hat mit dem ganzen Mist und die Ist. Mitarbeiter gefangen hat. Und Bendy wird sie befreien, oder was? Und sie dachten, Bendy würde sie befreien, aber man hat ja an dem. Ach, wie heißt er denn noch? Glaubst du, ich komme jetzt auf den Namen? Sammy? Lawrence? Ja, genau, Sammy Lawrence. Der hat ja auch an Bendy geglaubt und wurde dann von Bendy wahrscheinlich umgebracht. Wurde er von Bendy umgebracht? Vielleicht auch von Alice? Man Nee, nee, er hat hat ja ja. nicht gesagt, er hat ja nur gesagt, nee doch, der hat gesagt, ich bin dein Prophet, ja, er hat ja Bendy angebetet, hast recht. Ja. Also Okay, ich glaube echt, ja. die haben daran geglaubt, dass wenn sie Bendy rufen, Bendy sie beschützt. Ja, weil er das Angel so durchgeknallt ist, das kann sein, Aber ja. Bendy macht seinem Namen als Dämon alle Ehre und. Auf jeden Fall, ja. Ich warte mal, bis er da hinten weg ist. Sieht er uns hier durch? Ich glaube nicht. Nee, die Viecher scheinen relativ doof zu sein. Ups. Kommt das auf dich zu? Ja. Hau ist tot, hau ist tot! Kann ich glaube ich nicht. Versuch's.
Es ist nicht der Tintendämon. Es ist weg. Na gut, ja, es ist nicht der Tintendämon, aber es ist nicht freundlich. Stört mich hier nicht. Soll ich versuchen, es tot zu hauen? Versuch mal, wenn nicht, kannst du immer noch wegrennen. Hi. Oh, hi. Komm her. Oh ja, kann ich. Okay, doch, konnte ich, gut. Ich dachte, man müsste, weil der hier immer Patrouille läuft, dass man sich in den Dingern verstecken muss und warten muss, bis er weg ist und dann weitergehen muss. Schade. Wäre cool gewesen. Na gut. Keine Sorge, du wirst dich noch genug verstecken können. Das befürchte ich auch, leider. Aber vielleicht kann man es auch komplett ohne Kämpfen im Schleichmodus machen. Deswegen sind die Dinger auch da. Ich glaube nicht. Also, Bendy wird uns bestimmt noch holen. Wie wir von der Suppe trinken, sind wir mehr Suppe als Mensch. Ach hier, guck mal. Vielleicht müssen wir das ja so drehen, wie die hier sind. So alle bei dem schwarzen Punkt. Das könnte doch sein. Hoffe ich. Guck mal, wo... Da vorne, okay. Jetzt brauchen die schon drei Schläge. Hey. Okay, ich nehme alles zurück. Von DA Games ist doch nicht draußen. Ah. Na gut. Hätte sein können. Wird aber demnächst kommen. Wahrscheinlich, wenn ihr das seht, ist es schon draußen. Hast du gerade den Strom ausgemacht? Ach Gott, ist das laut. Ja, und ich... Ja, ich muss ja die Power Cores mitnehmen, ne? Wie viele? Drei? Vier? Vier, ne? Hatte sie gesagt, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Gut, ich weiß noch unten, oben bei den Toiletten war noch eins. Und, ja, keine Ahnung, wo noch was war. Ich gehe jetzt mal die Treppe hoch. Oder? Ja. Gucken wir uns mal. Boah, ich werde langsam Profi darin, die kalt zu machen. Ja, nicht schlecht. Aber immer noch zu. Ich glaube, da kommt man dann vielleicht ganz am Ende lang oder so. Schauen wir dann mal. Gut, gucken wir, was es hier Schönes gibt. Ja. Schönes wird es ja nicht geben, aber... Doch, Suppe, ja! Oh, Alter, ich bin im Schlaraffenland. Gib sie mir... Ich weiß nicht, vielleicht soll ich zwischendurch mal wieder mal hier drin bleiben kurz, weil ich weiß ja nicht, woran man erkennt, ob er uns findet. Ne? Deswegen. Aber ich glaube, vielleicht bringt das auch nur was, wenn er dann da ist, dass man sich dann versteckt. Ja, ich glaube auch. Ach, das ist so mies, da muss man, sollte man sich merken, wo die Dinger sind. Weil sonst verrichten sich hier. Oh Gott, Alter. Ja, ohne Schaden hier. Da kann ich nichts dran drehen, da kann ich nichts aufmachen. Gut. Aktuell ist es eigentlich nur gucken und die Dinge erfinden. Das sollte ich hinkriegen, das sollte ich hinkriegen. Da ist noch so ein Ding. Mhm. Jeder Etage irgendwie so ein paar. Finde ich gut, sind gut verteilt. Ich gehe nochmal kurz rein. Ja, man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Seid ja gemein, wenn du lange draußen bist. Also vielleicht, wenn du da immer mal wieder reinkommst, reingehst, kommst du gar nicht in die Verlegenheit, dass Bendy hier auf mörderische Absicht rauskommt. Vielleicht. Hier sind wieder Musikdinger. Instrumente nennt man das auch. Musikdinger, ne? So, ich mache jetzt mal live meine Balkontür zu. Sehr schön, hab eine Errungenschaft bekommen, weil ich das Radio angemacht habe. Ich weiß nicht, ob sehr da... schön. Lizenzprobleme gibt es. Entfern dich zur Sicherheit davon. Ja, bin ich schon. Du schon wieder. Ja, ich sehe es gerade nicht, weil ich mit meiner Balkontür kämpfe. Da geht er down, da geht er down. Okay. Hier können wir auch wieder Boris hochholen. Sehr schön. Ich weiß was. Wenn hier uns her ist, verstecke ich mich in der Boris oder ihn doch holen. Das war ganz gemein. Kommt der? Der kommt. Hier wieder so ein Altar.
Die quietschen. Ja. Hi Boris. Ich glaube, man muss den auch einmal hier herholen, damit er hier drinnen freigeschaltet ist, der Gang. Kann sein. Ja, jetzt sind nämlich in die 11. Achso, in die 11 heißt, wir sind ja in 11. 14 können wir noch nicht. Ganz unten, ja. Gut, schauen wir uns hier weiter um. Wir haben ja jetzt auf dem einen Ding. Hier müssen wir dann wieder. Gut. Uiuiui. Dann schauen wir. Ach, Moment, davon ist es ja schon. So. Nee, das ist wieder ein anderes, was man bewegen kann. Wo sind die? Ich höre was. Ich habe was gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das diese Dinger waren oder Bendy. Kurz warten, kurz warten. Aber vielleicht meint ihr auch mit den Tintendämmern und diese Viecher, die immer wieder auftauchen? Das glaube ich nicht. Nee, Quatsch, wegen Trader, da wurde man ja auch verfolgt und musste sich da drin verstecken. Also ja, doch, macht dann schon eher Sinn, wenn es Bendy ist. Gut, die Frage ist, die Dinger kann man auch drin, wo sind die? Sind die hier drin irgendwo? Nee, ne? Nee. Aber ich befürchte, das wird dann eher wie im ersten Kapitel sein, dass dann diese Wände langsam mit Tinte... Das kann sein, ja. ...gehen, dass du das als Zeichen Was hast. Was zur Hölle? Ist das ein wandelnder Projektor? Ja. Mischung aus Projektor und Tinte. Das wird ja immer seltsamer. Okay. Ja, gut, alle laufen ja, traurig rum. Ja, genau, alle laufen traurig rum, als wäre es der... die Beerdigung der Großmutter. Und dann, er meint, Leute, es ist euer Job, Cartoons zu machen, die Leute zum Lachen zu bringen. Wenn hier nicht bald mal jemand ein Lächeln aufsetzt, dann ist er raus. Ja. Das waren seine Worte. Ich weiß nicht, wann das Ding wiederkommt. Oder ob ich es töten kann. Soll ich vielleicht lieber nochmal zurücklaufen im Speicher? Ich glaube, das sollte ich tun, ja? Zur Sicherheit. Die Dinge haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber bald hoffentlich. War ja Speicherding. Das Speicherding. Ich weiß es nicht. Hast du jetzt vorne? Da warst du. Another day, another day. Okay, hab's. Ich wäre hier restlos verloren. Ja, es ist ziemlich sehr viel offener als in den vorigen Kapiteln. Du kannst hier überall hingehen, wo du willst, und in deiner persönlichen Reihenfolge machen, wie man halt will. Kurz gucken. Kommt, glaube ich, nicht wieder. Ah. Hell's Kitchen. Heißt nicht so eine Serie auf RTL 2 oder so? Oh. Ja, aber hier davon spricht man insgesamt bei schlechter Küche. Ah. Also, das kennst du auch in Teufels Küche. So. Ja. Nicht schlechte Küche. Gut. Na gut, hier geht's nicht weiter. Da war aber Bacon Soup Werbung. Ja, stimmt. Oh, hier, da, schon wieder. Ja. Breyer Label Bacon Soup. Woo, 12 Cent nur. Günstig. Ganze Dose für 12 Cent, Alter. Hat die nicht oben nur 5 Cent gekostet? War das die Bacon Soup Dose? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas hat 5 Cent gekostet. Ich weiß auch nicht mehr. Nee, ich glaube, der Eintritt für einen Film hat 5 Cent gekostet. Stimmt. Ja gut, da hinten ging es nicht weiter. Da muss ich wohl diese Dinger erstmal aufmachen. Die Teile hier richtig drehen. Die Frage ist nur, wo ist das, was mir vorgibt, wie es drehen muss? Beim anderen hast du es ja auch geschafft. Ja, aber da gab es so ein vorgefertigtes. Hier kann man ja bei beiden drehen. Das ist ja das Problem. Ja, hier kann man auch drehen. Vielleicht muss ich erst was anderes anschauen. Also. Another day, another dollar. So anders gucken. So, warte mal. Von hier bin ich gekommen, oder? Ja. Hier vielleicht ein. Nee. Sicherlich ist es wieder was total. Boah, wow, fick! Entschuldigung, verdammt, meinte ich! Herzinfarkt, was? Ich bin hier fast vom Stuhl gefallen. Alter! Wo kam der denn jetzt her?
Alter, mein Herz schlägt übel schnell. Aber ich fand deinen Ausruf sehr schön. Fick, ich mein verdammt. Ja, was denn? Nicht fluchen, wir sind hier werbefreundlich. Verdammt. Richtig. Ah, warte, hier oben war ich noch nicht, ne? Weitergegangen, vielleicht gibt's hier oben was. Ich fange hier tausend Sachen an, aber... Mit... Irgendwann werden wir alles... Ach, wieder das Schlaraffenland hier, geil. Diese Tintenflecke hinter dir, ich würde die nicht aus den Augen lassen. Ja. Ja, gut, ich kann leider nicht so gut schielen, deswegen muss ich ein paar aus den Augen lassen. Alter, dieser. Weil am Ende steht wieder so ein Typ hinter dir. Ja, wo kam der auf einmal her? Warte, hat er mich erschrocken, ey. Ich hab mich fast eingepipiert. So. Es geht immer weiter nach oben, bald sind wir wieder hier im Erdgeschoss, wenn es so weitergeht. Bett? Okay. Kann ich schlafen? Nein, kann ich nicht. Okay. Tinte? Bendy in Ink Machine, nur echt mit Winde. Ja. Ach, hier sind wir wieder. Ha. Okay, vor allen Dingen, Alice sagt uns doch, man hört, er hört alles. Und sie schreit uns dabei förmlich an. Ja, sie redet eigentlich mit einer Rückenstimme über die Lautsprecher. Ja, aber ich meine, das hört Bendy doch erst recht. Ja, gut. Aber er weiß ja nicht, von wo es kommt, weil es überall aus den Lautsprechern kommt. Das stimmt. Vielleicht macht sie das auch, um von uns abzulenken, weil er unsere Schritte nicht so gut hört. Kann auch sein. Bendy mit seinem tollen Hörgerät. So, den werden wir jetzt erstmal... Ist das ein Kran? Ja. Irgendwie sowas. Gut, hier oben war ja auch noch für Gentleman, ne? Hier Jens, hier das Ding da, mussten wir auch irgendwie... Gut, wir wissen, wo die restlichen drei Dinger sind. Komm her, komm schon. Yeah. Ich glaube, sowas klebe ich mir auch auf meine Tür. Gents und unten drunter klebe ich Ladies. Ich habe halt nur eine Toilette. Achso, genau. Ja gut, stimmt. Gut, hier ist was. Vielleicht auch einfach nur alles auf die Mitte drehen. Vielleicht... Versuch's. Da, ja, ein bisschen. Oh, kann ja sein, dass es so eine Art. War schon in der Mitte. Schieberätsel ist. Sorry, dass es jetzt gerade vielleicht ein bisschen laut ist. Obwohl, vielleicht kommt es mir auch nur so laut vor. Weil ich Kopfhörer anhab. Ah ja, Tatsache, alles auf die Mitte drehen. Gut, dann, das macht es einfach. Dann wissen wir Bescheid, wir wissen auch, wo die anderen sind. Dann würde ich sagen, wir gehen, fahren jetzt mal mit dem Aufzug, ja! Ja. Also ein Aufzug auch ganz leises. Du machst es dir einfach, ne? Yeah. Du machst es dir einfach. Nur weil man kann überall hinaus in 14. Ich glaube, da können wir dann hin, wenn wir alles haben. Oder Door. Obwohl, Door ist, glaube ich, hier das. Gut. Oh, ich habe was gehört. Versteck dich. Another day, another dollar. Sollte ich vielleicht wirklich mal machen? Das hat sich gerade nach Kratzen und so angehört. Wo war das nächste Ding? Wo war das? Wo, Alex? Wo war das nächste? Auf jedem Stockwerk. Ja, wo? Ach, da hinten. Ja, ich weiß wieder wo. Ah! War er wirklich gerade hinter dir her? Nein, aber ich meinte im A, weil da eins steht. So, also ja. Nein, es war auf jeden Fall, ich habe da irgendwas kratzen gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob viele diese Dinge da waren. Irgendwie höre ich es immer nur hier. Aber ja. Ja, dann ist es wahrscheinlich nicht. Warte, ich muss kurz mal. Huh! Weil es ist hier alles dunkel in meiner Wohnung, komplett finster. Also, okay. Bei mir auch. Außer wenn draußen mal ein Auto vorbeifährt. So, bin wir. Warte. Nee, das war nix. Okay. Bin wieder da. Bin wieder da. Okay. Gut. Geistige
Ja, Umnachtung will ich nicht sagen, eher geistiges Erschrecken. Ja. Vor allen Dingen, Alice Angel macht uns auch nicht gerade Mut. Nicht wirklich. Aber ich find's cool, dass sie so der Bösewicht ist, die halt so, mit dem man reden kann quasi. So. Ja, sie erinnert mich so ein bisschen Verstand ist, an... Ja, sie erinnert mich so ein bisschen an Bioshock. Bioshock? Wer an wen denn da? Ich kenne das nicht. Also so der erste Bioshock. Weil da gab es ja auch, wer das nicht gesehen hat, sollte, bevor er sich spoilern lässt, vielleicht erstmal meinen Let's Play dazu angucken. Nein. Da im ersten Teil war er ebenfalls mit dem einen Typen so. The Dropbox in the Level 9. Kann ich machen. Was mich aber interessiert, da hinten war doch ein Weg, der noch zu war. Ist er jetzt offen? Ja, was wolltest du erzählen? Ja, der war ja auch so, der hat ja auch die ganze Zeit mit einem geredet und auch, der hat zwar eher auf gut Freund gemacht, aber... Ja gut, sie nicht so ganz, ne? Aber sie, obwohl sie sagt, sie ist unser Fan, sie war von Anfang an direkt unser Fan, also... Das Turmband hattest du, ne? Ja, ja, das habe ich schon angesprochen. Angehört. Ja, und ich hatte echt Angst, er war ja am Ende der Böse. Ja. Ja, okay, das sind die Dinge, das war kein Kranz. Ich bin gerade echt angespannt, weil sie hätten mir das nicht sagen müssen, dass der Typ jederzeit kommen könnte, theoretisch, und uns hört. Das ist... Ja. Ey, Boris, mach... Ich glaube, die verbreitet nur Panik. Boris, mach keinen Mist, mach die Tür auf. Boris, ich sag das kein zweites Mal. Boris, jetzt... Na warte, du junger Mann. Junger Wolf, wenn ich dir da reinkomme. Ja, jetzt aber hier, ich pümpel dich. Oh. Okay, das ist tatsächlich die Susi. Ja, offensichtlich. Und jeder kennt deinen Namen. Jeder weiß, dass du Alice Angel bist. Jetzt geh raus und stell dich der Polizei. Dann legt man sogar eine eigene Akte über dich an. Vielleicht kommt sie auch gar nicht hier weg. Meinst du, sie ist gefangen durch die Tinte? Was heißt gefangen? Ich glaube, theoretisch könnte sie raus, aber weil Bendy vielleicht weiter oben rumläuft, kommt sie hier gar nicht weg. Ja, stimmt. Sie hat ja auch Angst vor Bendy. Ja, zumindest einen gesunden Respekt. So, wohin sollte ich... Ach so, da hinten in die Dropbox wieder reinlegen. Ja, gut. Ich habe gespeichert. Also. Ui. Ich denke mir so. Das, ja, ich schicke mich mal, weil es halt unerwartet kommt, aber... Ah, da! Ja. Die Dropbox. Ist das so eine Postding? So eine Post? Ja. Der Boten... Briefkasten. Briefkasten, ja, ich wusste. Was? Take the wrench. Ja, super, jetzt. Hä? Hatte ich nicht gerade eben noch einen Pümpel? Ja, jetzt sollst du aber so einen Schraubendreher nehmen. Nicht Schraubendreher, ja. Sind wir hier ein neuer Hausmeister geworden, oder was? Search Wall Gear Boxes. Was sind Wall Gear Boxes? Kann man mir das eben kurz demonstrieren? An Wand verschraubte... Oh. Entschuldigung. Okay. Also eine Gearbox, das ist so ein... Also das ist schon eher so mein Fall, das Ding hier. Maschinenstück, ne? Achso, ja, aber wie sehen die hier drin aus? Das ist ja so die Frage. Ich glaube, das sind... Wir haben doch überall diese komischen Boxen an den Wänden gesehen. Die so ein bisschen aussahen wie viereckige Knöpfe. Das Ding, ne? Sowas hier hinzu? Da waren ja die Energiekurs drin. Nee, ich meine, wir hatten wirklich so viereckige, so quadratische Knöpfe an den Wänden. Hä? Mhm. Oh. Hab ich gar nicht so drauf geachtet. Die Frage ist jetzt nur... Achso. Warum kriegen... Oh, jetzt kann ich die wieder mit einem Stab platt machen, gut. Na, jetzt hast du die Rohrzange, jetzt sind wir hier nicht. Genau die meine ich. Hattest recht, ja. One down. One down, ja. Die Frage ist ja, warum kriegen wir mal eine neue Waffe? Ja, ich glaube, das sind einfach Werkzeuge, die du dafür brauchst. Ja, der Pümpel? Ja, gut, es ging ja um Flüssigkeit. Aber ein Rohre zu drehen, na gut. Hinterfragen wir das mal nicht. Ja. Also die kann ich mir jetzt schon vorstellen, weil die Dinger sind ja zugeschraubt. Ja, das ist klar. Und ich hau die mit einem Schlag um. Das ist cool. So, Boss, das ist schon besser eigentlich als die Axt. Hat auch eine gute Reichweite.
Gut, gehen wir nochmal nach oben zu K, gucken wir, ob da noch was ist. Wo war denn alle? Ich habe da jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber es müsste ja wieder auf jeder Etage 1 mindestens sein. Denke ich. Darf nur mal sagen, dass die. Ja. Dass die rechte Seite des Aufzugs, der Aufzugsschalter 9-11 ergibt. Ich wollte es ja bloß mal sagen. Also 11.9. Hier so. Oh, ah, ich hätte. Ja, mach einfach die Tür wieder zu. Wir bleiben für immer hier. Wenn der Dämon hinter mir her ist und ich hier reingehe und die Tür zumache, wäre ich dann theoretisch safe? Ich weiß es nicht. Ich meine, er ist hinter, theoretisch müsste er da durchkommen, aber er kam auch nicht durch die. War das eben schon? Was? Was war eben schon? Nicht mal da oben. Weil es jetzt zugegangen ist. Komm ich hier wieder raus? Komm ich hier? Ja. Durch? Ja. Okay. Ja. Ja, er kam ja im ersten Kapitel auch nicht durch die zugenagelte Tür. Ja, durch dieses, ja. Deswegen. Eventuell kommt er da nicht durch. So, hier hätten wir, jetzt müssen wir weiter. Zu. Wie wär's mit der 11? Ja. Gut, warum nicht? Können wir dann auch noch danach. Gut. Ja gut, 2 haben wir. Fehlen noch 2. Also wenn es wieder 4 sind. Ich weiß ja, das nicht. KP steht auch für kein Problem. Oder kein Plan. Den haben wir hier eh nicht. Jeder nur Angst. Bei jeder. Verdammt. Bei jeder Aufgabe. Bei jeder Aufgabe sind irgendwie immer wieder neue Viecher da. Ja, komm her. Komm schon. Traurig. Euch habe ich keine Angst. Ich habe auch das Gefühl, das werden immer mehr von denen. Ja, das kann auch sein, ja. Gut, Augen offen halten nach viereckigen Schalterboxen, die man aufschrauben kann. Ich geh mal wieder hier rein, ich war lange nicht mehr da drin. Ja, ist halt so, ne? Ich weiß ja nicht, wann er kommt. Ich glaube, die Musik würde sich verändern, wenn er kommt. Oder überhaupt möglich gehen gerade. Und man soll ja auch nicht so viel rennen, weil er das auch hören könnte und dann schneller kommt, wurde jetzt halt. Ah, hier jetzt noch eins. Ah, ja, da drin habe ich, glaube ich, was gesehen. Da, ja. Da ist es. Aber wofür braucht ihr die Teile? Das ist doch mal eine gute Frage, oder? Erst die Energie. Sie meint, ihre Maschinen sind hungrig. Ja, sie brauchte erst Energiekors, also Energiedinger. Jetzt Räder, so Zahnräder. Vielleicht baut sie eine eigene Inkmaschine oder... Oder sie will irgendwie sich noch mehr in Alice Angel verwandeln. Ja, das, ich glaube auch irgendwie sowas, vielleicht eine eigene Inkmaschine, um sich noch mehr darin zu wandeln. Meinte sie ist doch so gut wie perfekt, ne? Also so gut wie, also fehlt da wohl noch ein bisschen was, wofür sie die Dinger wohl braucht. Und ich glaube, sie lässt uns das auch alles sammeln, weil sie selber zu viel Angst hat, alleine hier rumzulaufen vielleicht. Ja, ich glaube, Bendy würde sie sofort holen. Das kann sein, ja. Meine Frage ist ja dann eigentlich, warte, was war meine Frage? Ich hab's vergessen. Das weiß ich auch nicht. Ich hab's vergessen. Irgendwas wollte ich, dachte ich mir, hatte ich so eine Frage im Kopf, warum das so mit ihr ist. Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab's vergessen, verdammt. Egal, wird mir sicherlich nochmal einfallen. Ja, genau, was wird sie mit uns anstellen, wenn wir all ihre Aufgaben erfüllt hat? Sie meinte, sie wird uns noch nicht töten, aber vielleicht ja. Dann? Ja, eventuell. Und ich frage mich zurzeit wirklich, ob Bendy der Gute ist. Das ist halt so eine Sache. Vielleicht sind beide die Böse, aber nicht beide auf derselben Seite. Ja, ich befürchte auch. Es ist. Oh, da ist ein anderer jetzt drin. Es ist so eine Sache. Ich befürchte. Man sieht das ja gerne mal, also man wird ja von klein auf dazu erzogen. Hm? In oh. Nothing here. Okay. Gibt's mehrere oder hat jemand das geklaut? Weiß ich nicht. Oh. Aber man wird ja so ein bisschen drauf erzogen, in gut oder böse zu denken. Ja. Und eventuell zeigt das ja ganz gut, dass es nicht unbedingt einen Guten gibt, der gegen einen Bösen kämpft. Ja. Sondern in dem Fall 2 Böse. Ja. Und egal wem man hilft, das ist der falsche Weg. Und ich weiß auch nicht, wie es
was geändert hätte, wenn wir uns für Bendy entschieden hätten. Vielleicht interessiert mich auch noch, ja. Vielleicht wären wir dann auf Bendys Seite und... Kann man auf Bendys Seite sein? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, aber von Alice Angel wollte ich jetzt auch nicht gejagt werden. Das stimmt, ja, aber ich weiß nicht, also ich, für sie zu arbeiten heißt ja nicht... Ich sehe nichts, hallo? Ich sehe auch nichts. Okay, war gerade richtig krasse, actionreiche Musik. Da war wohl der Inkdämon da, der Bendy, der Alte. Ja, aber man hat nichts gesehen. Ja, man hat nichts gesehen. Es war auch alles still. Und dann von jetzt auf gleich auf einmal actionreiche Musik und ja, dann auf einmal schwarz. Da war ich schon tot. Also ich weiß ja nicht. Vielleicht hatte ich Pech und bin direkt bei ihm, ist der direkt bei mir gespawnt und so, keine Ahnung. Ja, kann sein. Na gut, er meinte jetzt hier nichts da. Die Frage ist ja dann, wo ist das letzte Teil? Noch da unten kann ich nicht hin. Tür. Okay, ich fahre mal ganz nach oben, lauf dann mal die Treppen ab. Ja. Und dann gucken, weil da war nichts drin, also ja. Gut. Ja, das war gerade komisch. Also richtig actionreiche Musik und dann schon tot. Ja, es war auch nicht richtig gruselig. Nee, ich glaube, ich hatte wirklich Pech, dass der vielleicht direkt neben mir gespawnt ist oder ich direkt neben dem Spawnpunkt von dem stand. Ja, dass der instant tot war. Komm mal. Weil du hattest ja auch keine Chance wegzurennen oder so. Nee. Ich guck mal da vorne. Irgendwo wird das Teil ja sein. Nee, ich glaube, hier wird es dann nicht mehr sein, oder? Ich weiß es nicht. Ist, glaube ich, schon zu weit weg dann. Ich meine, ich kann's. Ich kann ja mal. Nee, hier war ja schon die vorige Aufgabe dann. Ich gehe einfach mal die Treppen und guck vielleicht irgendwo im Treppenhaus oder so. Kann ich? Nee, kann ich nicht weiterspringen. Okay. Da rein kann ich auch nicht. Nope. Das wäre auch cool, irgendwie cool gewesen, dass wenn man sich für Alice entschieden hat, man vielleicht da reingehen kann und dann da bei Bendy da rein und keine Ahnung, einfach so als Gimmick oder da ist irgendwas oder so. Wäre ganz lustig gewesen eigentlich. Nein, du darfst nicht zu den Ladies und schon gar nicht zu den Herren. Ja, hä? Ich darf nur da drauf, auf dieses Plumpsproding. Ja, genau. So, gucken wir uns einfach mal hier in den Treppenhäusern um. Vielleicht finden wir ja das letzte Ding. Gut, also da war ein leeres. Also kann es auch solche Dinger geben. Gut. Aber ich wüsste auch gar nicht mehr, wo jetzt noch eins gewesen sein soll. Ich hätte da besser drauf achten müssen, aber ich wusste ja nicht, dass es wichtig wird. Du weißt es auch nicht, ne? Wo noch eins sein könnte. Nicht wirklich. Ich hab die Dinger zwar gesehen und ich glaube, bei Boris zu Hause war noch eins im Safehouse. Ja gut, aber da kommen wir ja nicht mehr hin. Obwohl, ich glaube, man kommt später tatsächlich vielleicht auch nochmal hin. Weil da standen ja auch solche Dinger. Gucken wir einfach nochmal hier uns genau um. Irgendwo muss ja noch eins sein. Ja. Und jetzt, wo ich ein paar Mal die Sachen schon abgegangen bin, kommt mir das auch nicht mehr so groß vor. Denkt, darunter ist was, aber es sind nur die scheiß Dinger, die Geräusche machen. Entschuldigung, die blöden Dinger, die Geräusche machen. Ah nein, Moment, hier waren wir ja schon. Genau, hier haben wir das Teil ja geholt. Ist vielleicht jetzt die Tür offen? Kann gucken. Ich will ja jetzt auch nicht. Nein, immer noch zu. Ich glaube, die geht danach vielleicht auf. Oder so. Ja, ich dachte, jetzt wo wir da oben nichts gefunden haben, dass wir uns jetzt praktisch einen neuen Weg suchen müssen. Ja, wahrscheinlich nicht. Gut, das heißt, hier haben wir alle Dinge. Das eine war leer. Die Frage, wo ist das letzte? Ja. Gehen wir einfach heute mal die Treppen runter. Mal diese Sucherei. Ja, aber ist doch ganz nett eigentlich.
Die Lassenpause. Ja. Die braucht man hier auch dringend. Ja, aber die machen immer so schlimme Geräusche, die Türen. Also. Echt. So, vielleicht haben wir hier ja was. Da ist es, da. Du hast mich nicht aufhalten. Hier war noch eins. Ich hab's top gewusst. Schon wieder getan. Was? Ja, gesagt, dass ich nicht sterben soll. Sowas angedeutet, dass jetzt was Schlimmes passieren könnte. Ach so. Was extra Schlimmes. Das macht mich immer nervös. Also deswegen noch mal kurz. Extra Ben. Ah, ich bin dafür, dass wir bei der nächsten Aufgabe Boris vorschicken und wir im Aufzug warten. Du versteckst dich in deiner komischen Kabine da an deinem. Ja, während Boris in deiner Fotokabine uns macht. Wäre ich aber auch voll dafür. Ja, wir haben doch jetzt schon genug gemacht für die. Wir werden doch am Ende eh getötet. Ich kenne sie doch. Sie ist doch so eine Sadistin. Also, sie macht den Eindruck. Warte nur, sobald sie uns eine Schrotflinte gibt, schießen wir aus dem Weg hier raus. Ja, dann kann Benny mich auch nicht mehr aufhalten. Ich fürchte schon. Ich glaube nicht, dass Kugeln dem irgendwas anhaben können. Wenn wir Benny sehen, schmeiß ich Boris nach ihm. War ja das, ja. So, Sammy war ein sehr gut aussehender Mann. Ja, vielleicht hat er ihn auch geholt. Vielleicht hat er ja auch beide angebetet. Vielleicht. Aber ich glaube eher Bendy. Wäre schlimm, wenn er beide anbetet, weil die sind doch so verfeindet, mehr oder weniger. Zumindest nicht wirklich so eine Sache. Es ist sowas wie ein Stamm Leute, also so ein Stamm im Dschungel mit ganz vielen Leuten, die dort wohnen, und die sagen dir immer, nicht zu tief in den Dschungel gehen, und wenn ja, pass auf den Löwen auf. So ist das. Bendy ist der Löwe. Und sie ist dieser. Ja, obwohl, wir wissen ja nur, dass Alice Angel Bendy nicht mag. Wir wissen nicht, wie Bendy zu ihr steht. Ja, ich glaube, Bendy ist entweder böse und der sucht sie auch, oder ihm ist es eigentlich kackegal, weil er halt, wie gesagt, so wie mehr so wie ein wildes Tier ist, der tötet alles, was ihnen in die Quere kommt. Naja, ich. Okay, du sollst die Dicken holen, die sind voll von extra dicker Tinte. Hand down, ja, okay. Ja, die Teile, die da immer rausspringen, ne, aus den Tintendingern, muss ich, denke ich, mal möglich holen. Oder zumindest was davon abzapfen. Frage ist, ja toll, das heißt, jetzt muss ich noch mehr gucken, die tauchen doch random auf, oder? Vielleicht meint sie auch die anderen Kreaturen. Das kann sein. Ich weiß, aber sie meinte das, was sie zusammenhält. Also vielleicht will sie sich wirklich in eine echte Alice Angel verwandeln. Ja, oder sie fällt halt langsam auseinander, weil sie wohl doch nicht so stabil ist. Egal. Wir fahren einfach mal wieder nach oben und dann gehen wir alles weiter. Aber bis jetzt bleibe ich eigentlich bei meiner Theorie. Ah. Boris, du bist doch aus Tinte. Okay. Ja, saugt ihm etwas aus der Nase. Ja, deine Theorie scheint zum größten Teil richtig zu sein bisher. Ja, aber weiß es noch nicht. Hier läuft keiner rum. Wo sind die Dinger? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was? Ich hab jetzt die ganze Zeit einen Herzschlag gehört, und hast du nicht die Schatten auf dem Boden gesehen, diese Tintenschatten? Doch, die habe ich gesehen. Ja, ich glaube, die kommen dann so, wenn Benny nahe ist oder so. Vielleicht liegt es aber einfach an der defekten Lampe. Ich höre es aber immer noch, den Herzschlag. Vielleicht ist er ja in der Nähe. Wow. Nee,
jetzt sind die Schatten weg, siehst du? Aber das hat jetzt. Okay, Boris. Ist gut, Boris, wir fahren woanders hin. Ganz ruhig, Boris. Keine Angst. Wir machen das. Wir fahren einfach tiefer, okay? Okay, wenn selbst Boris Angst hat. Dann ist meine Sorge jetzt recht groß. Und hier sind auch wieder Schatten. Okay, wir fahren doch noch mal kurz nach oben, weil der Herzschlag wird lauter. Wenn wir hier oben sind, ist er leiser. Geh kurz noch mal hier rein. Okay, heißt das, er befindet sich zurzeit auf den einen Ding da? Vielleicht. Oder sollen wir dahin, wo es ist? Ich weiß es echt nicht. Bleib mal kurz. Also jetzt höre ich gar nichts mehr. Der hat ja gemeint, wenn du die erwischen willst, musst du dich leise bewegen. Okay, ich gehe einfach mal nach unten. So, okay. Ich gehe da einfach mal gucken. Ich traue mich mal. Ganz ruhig, Boris. Ich bin ja bei dir. Obwohl, das ist auch nicht viel besser. Hier, nimm du die Spritze. Mach du das. Jetzt ist es auch weg hier. Also, ja. Hat sich wohl verzogen. Da vorne ist einer. Aber ich höre immer noch den Herzschlag. Ich weiß nicht. Always on time. Oder vielleicht muss ich dahin, wo das so ist. Könnte das sein? Kann natürlich hier auch sein. Ich weiß. Ich habe nämlich echt keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Scheinbar die Viecher zu töten, da sammle ich dann doch nichts ein. Irgendwie zumindest sagt er ja nichts dazu. Ich guck mal, ob hier hinten die Tür jetzt offen ist. Ja. Ich glaube, ich muss vielleicht dahin, wo das Teil dann so ist, wo die Herzschläge so da sind. Nee, immer noch nichts. Könnte durchaus möglich sein. Naja, auf jeden Fall, Boris hatte Angst. Bei den anderen Viechern hat er auch keine Angst, also. Alles neu. Du! Ich hoffe, das war richtig. Das sah auf jeden Fall anders aus als die anderen Dinger. Oh. Lag da nicht was am Boden? Ach verdammt, ich glaube, ich hätte weiter draufhauen müssen. Kann es sein, weil es so geblinkt hat. Also Ja, ich ich glaube könnte. schon. Hier vorne so? Nee. Ach da, Mann, doof. Bin eben, als du so dicht an diesem Bendy vorbeigelaufen bist, so erschrocken. Verdammt, ich habe. Okay, jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich verpasse hier alles. Oh, er hat auch keine Angst mehr. Das ist gut. Oh. Verdammt. Ja, das sind die Dinger. Ja. Ich geh nochmal hinten hin. Ich weiß gar nicht. Wie holt man sich die Teile? Da ist einer. Weiß es nicht. Vielleicht kurz warten. Ich glaube, ich muss mich anschleichen. Kann das sein? Ja, kann sein. Er hat aber nicht geblinkt. Doch, ein bisschen. Ah, E. Okay. Hab's aufgesammelt. Mit E kann man die Dinger dann auch so. Ich habe gedacht, drauf vorne oder so, aber gut. Da vorne? Ach, verdammt. Was? Ich komme gleich, ich komme. Ich geh nochmal zurück. Also scheinbar haben die aber auch feste Plätze, ne? Die tauchen ja irgendwie immer wieder dort auf. Bist du da? Nö. Ha. Na gut, gucken wir einfach erstmal weiter. Ja. Immer schwieriger hier. Wo sind wir denn gerade? Wir sind auf Du bist L. auf. Ja, genau. Gucken wir mal bei P. Wir müssen auch gucken, dass sie die Festplatte nicht vollläuft. Stimmt, ja. Das geht schon noch, scheinbar. Ich meine, ja, das Kapitel ist auf jeden Fall wirklich sehr viel länger als die vorigen Kapitel. Was Always on time. ein großer Pluspunkt ist. Ah.
Gucken wir uns hier nochmal um. Da vorne. Ach verdammt. Ob die wohl nach einer Zeit wiederkommen, also so nach regelmäßigen Abständen? Weiß es nicht. Eigentlich kann ich nichts nehmen, ne? Ja, du brauchst die extra Ticket. Autsch, meine Ohren. Was? Ich stand da, das war gerade eben richtig laut, dieses Geräusch, wo der auftauchte. Also, das war... Autsch. Aber seinen Kram hast du nicht, ne? Nee, ich konnte nicht mehr hauen. Erst hauen und dann mit E einsammeln, aber irgendwie... Vielleicht, wenn ich ihm den Rücken zudrehe, da kurz mal weggehe. Ist hier vielleicht noch was? Oh, da ist die Tür. Dich suche ich nicht, suche ich die anderen Leute. Ne. Der läuft da hinten auch immer noch rum. Uff, uff, uff. Das ist geh krank. Vielleicht nochmal in die Fotokabine. Ja. Du meinst das Bumsklo? Ja, genau. Warten wir nochmal kurz hier. Ja gut, also scheinbar haben die feste Plätze, aber ich verstehe nicht, unter welchen Kriterien die jetzt auftauchen und nicht. Weißt du? Ja. Da ist einer. Darfst halt wahrscheinlich nicht sprinten und musst dich von hinten anschleichen. Ja. Wenn nicht gerade so ein Penner ankommt. Komisch, ich verstehe es echt nicht. Man muss wahrscheinlich echt von hinten anschleichen. Ja, aber... Nein, ach komm. Der ist nicht richtig aufgetaucht. Ich weiß nicht, irgendwie... Manchmal kommen die, wenn ich direkt daneben stehe. Manchmal kommen die, wenn ich weit weg bin. Also das ist schon... echt seltsam. Vielleicht auch zufallsbasiert. Ich weiß nicht. Ah, da ist auch noch einer. Erstmal ein normaler. Lass dich nicht umbringen. Jetzt ist er schon wieder weg, also keine Ahnung. Das ist komisch. Also wo stand der andere dann jetzt? Direkt an der Wand. Ja, hier auch irgendwo, ne? Ja. Ich kann keine Ahnung, wann die auftauchen und wann nicht. Das ist schwierig. Wir wissen ja auch nicht, wie viele wir davon erledigen müssen. Ich denke mal. Ja, hab noch einen. Gut. Sehr schön. Ich denke mal auch wieder vier vielleicht. Also er sagt ja auch gar nichts dazu, ne? Ja. Deswegen, das macht es umso schwieriger, weil letztes Mal hat er ja immer so gesagt, so ein noch oder sowas. Jetzt tauchen immer mehr von den Dingern auf. Ich geh mal kurz in die Kabine. Ja. Aber irgendwie hat es gerade komisch geflackert. Achso, das ist das Licht, das flackert immer so. Okay. Aber trotzdem mal kurz hier drin hocken bleiben, kurz warten. Herzschlag hast du gerade keinen, oder? Ne, gar nicht. Dann scheint ja Bendy zum Glück nicht in der Nähe zu sein. Soll ich mich an den anschleichen? Der guckt mich ja direkt an. Vorne ist auch noch einer. Weiß nicht. Hol ich mir. Guck, der guckt. Da musst du warten, bis er sich umdreht. Könnte sein. Weil vorhin hat er sich ja umgedreht. So viel dazu. Das ist echt komisch, die Aufgabe. Ja. Weil wenn die immer nur da rumstehen würden, dann wäre es einfacher, aber so taucht die komisch auf und verschwinden auch direkt wieder. Ich weiß nicht, also... Ist etwas merkwürdig. Ja. Ist das in der Tat. Die Frage ist jetzt halt, vielleicht mal auf einer anderen Etage gucken gehen. Okay, da war es gerade irgendwie ganz laut. Da hinten sieht man es auch, siehst du da rechts? Ja. Ja.
Ah, jetzt wird es wieder weniger scheinbar. Da hat er mich ja wohl bemerkt. Jetzt warten wir mal. Ja, jetzt ist es wieder weg. Wir warten noch kurz mal ein bisschen. Ja, wenn man halt auch zu lange an einer Stelle ist, glaube ich. Okay. Bleib da. Ich glaube, der haut wieder ab. Ja, wahrscheinlich. Jawohl. So, drei haben wir. Ich würde sagen, einer noch, aber der Herr ist ja in letzter Zeit ziemlich still und möchte uns nichts mehr mitteilen. Okay. Oh, 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 gerne doch, gerne doch. Sie hat bitte gesagt, da mache ich das gerne. Okay. Waren also tatsächlich wieder vier Stück. Das ist doch schön. Was? Ja, das ist sehr schön. Interessante Geschichte. Ja, sie scheint ja nicht so wirklich die Realität annehmen zu wollen. Ja, aber irgendwie redet sie auch darüber auf so eine sarkastische Art und Weise. So ein bisschen. Oder scheint es ein bisschen mit Humor zu nehmen oder sowas halt. Also sie meint ja, obwohl sie es nicht so ganz perfekt ist und so. Was weiß ich nicht alles. Ja, ich schmeiß einfach so die normale Tinte da rein. Na, du hast ja wahrscheinlich diese Tintenspritze reingeschmissen. Nein, doch. Ich glaub nicht für mich. Ja, da ist sie wieder. Good old eggs. Was? Ach so, die Pappaufsteller. Ja. Okay, wo standen die noch? Ich weiß, einen weiß ich noch wo. Ja, ich auch. Anderen habe ich keine Ahnung. Ja, der. Vor dem einen habe ich mich ja erschreckt. Ja, den meine ich ja. Aber ich weiß nicht, wo die anderen rumstanden. Was war da hinten nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob da ein Pappaufsteller war. Einfach mal kurz gucken gehen. Achso, eine Tür, die verschlossen war, glaube ich. Ja, verschlossene Tür. Oh man, wir haben eine Achse, da ist eine Tür, die zu ist. Können wir auch kurz mal reingucken. Wow! Geh weg! Geh weg! Oh, okay. Aha, ein Tonband. Ein Tonband, ein Tonband. Hören wir uns das mal an. So, the real problem with Mr. Drew is that he never actually tells us little people anything. Oh, sure. According to him, there's always big stuff coming. Adventure and fame and the like. But I'm the guy, see, who has to make sure our budgets don't go all out of whack just because genius upstairs went out and got himself another idea. Speaking of which, and this is top secret, apparently Mr. Drew has another large project in mind now. And it ain't gonna be cheap. Okay. Ja, also kurz zusammengefasst, der Drew ist ein bisschen unvorhersehbar, aber er scheint wohl wieder was Großes in petto zu haben. Das wird nicht günstig. Ja. Also es wird teuer gesagt. Wo waren noch mal? War da hinten nicht noch ein Weg? Was? Also den da? Da hinten war doch noch irgendwas mit Brettern. Hä? Hey? Glaube schon, aber ich weiß nicht, ob du die aufhauen kannst. Ich kann gleich mal gucken. Dann da hinten war auch der? Ne, da hinten. Ah, okay. So süß. Für die Quietschen. Komm her. Okay. Another day, another dollar. Schön abspeichern. Da ist einer von ihnen. Ja. Gut.
Ja, wo sind die anderen drei? Ich weiß es nicht, aber es wird Benny nicht gefallen, dass du seine Pop-Aufsteller kaputt machst. Ich weiß nicht, ob es ihn überhaupt stört. Vielleicht mag er das, weil er der einzig wahre sein will. Stehen hier welche rum? Ich lauf mal kurz hoch. Kann ja mal überall gucken. Oh, ja, sieh mal einen an. Ha, eine Toilette. Einen bin ich so großer Freiraum. Ui. Pappaufsteller, Pappaufsteller. Mir fällt aber auch nicht ein, wo noch einer stehen könnte. Also ich bin mir sicher, wir sind an ein paar vorbeigekommen. Sind wir wieder hier oben? Oh. Ja, klar, vorhin, aber ich weiß nicht, ob die zählen. Ach, da ist noch einer. Stimmt. Das war der zweite. Zählt der als ein Bandy? Ich glaube nicht. Dafür sieht er zu komisch aus. Im Sinne von seltsam komisch, nicht lustig komisch. Ich meine, ich kann nochmal nach hinten laufen, ob wir da hinkommen, aber ich weiß nicht, ob die zählen. Weiß ich auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, eigentlich nur die wirklich in diesen Etagen, aber wenn hier schon einer rumläuft, dann zählen die wohl doch. Frage ist, wo waren die noch? Weil die waren da hinten einer, nee, ne? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ne, nur wenn es wieder das Angel Stuff. Aber gut, wenn hier noch Viecher sind, dann zählt das wohl auch noch. Das war Nummer 3. Ich laufe einfach mal zurück. Gucken wir einfach mal, ob wir noch einen finden. Ja. Deswegen gestanden hier vorne auch schon die Dinger, weil man hier vielleicht doch noch zurücklaufen muss. Oder besser, weil man es kann. Ja. Auf den anderen Ebenen standen auch, ich glaube, da hinten, wo du die ganze Zeit die Viecher gejagt hast, stand auch noch ein Bandy. Ja, den habe ich ja gerade eben kaputt gemacht. Achso, nee, da, ja, stand da? Ja, da stand einer. Okay, ich gehe noch kurz mal hier hin zu gucken, aber ich glaube, das führt zu weit zurück. Nee, jetzt sind wir hier war. Oh. Na gut, dann gehen wir zurück. Ich glaube, so weit ist es jetzt, zählt das auch nicht mehr dann. Gehen wir mal kurz schauen. Da, wo ich die Dinger gejagt habe, wo waren das? 11 war das, oder? Ja, ich glaube, das war 11. Also 11 oder P war das, weil K war es nicht und 9 ist ja da, wo sie ist. Also, ja, ja nee, ich glaube, das war P, oder? Ah, ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Also eine von den beiden habe ich auf jeden Fall schon einen kaputt gemacht und das andere. Du meinst ja das mit diesen ganz vielen, mit den zwei Glasräumen da, ne? Genau. Ja, okay. Ich weiß es nicht, müssen wir kurz gucken. Ja, und ich renne absichtlich nicht, weil, ne? Man weiß ja. Jojo. Der alte Bandy. Ja, ich weiß es nicht. Die good old Bandy. Boris, bist du da unten? Ja, der Typ, ne, der Boris, ey, toller Begleiter. Der steht da auch nur die ganze Zeit rum. Der Depp. Aber ist ja ganz cool, dass man eigentlich jetzt so mit dem unterwegs ist, nicht mehr so alleine. Ja, gut. Ja, gut, nicht richtig, aber. Ja, er ist halt hier, er wartet, bis wir alles erledigt haben, damit wir runter zu 14 können. Ne? Ich weiß doch, was du willst, Mann. Aber immerhin ja. Ist er kein lästiger Begleiter. Nö, deswegen, nee, hier war es nicht, ne? Das war es tatsächlich. Nee, eine. Ja. So, nochmal eins runter. Hier geht's noch gut. Ja, der zeigt ja auch ein bisschen an, wenn Bendy in der Nähe ist. Dann zittert er ja so vor lauter Angst. Ah, ja. Komisch, dass Bendy nicht hier ankommt, um ihn zu holen. Ja, wahrscheinlich ist er als richtige Tintenkreatur. Ja, kann sein, dass gleich. Nimmt Bendy auch nur menschliche Dinge wahr? Also Tint nimmt er gar nicht so wahr oder so? Ja, oder hat nichts gegen ja. Boris, aber Boris hat trotzdem Angst vor dem, was Bendy hier so macht. Guck, da ist einer. Ja, hat es recht. So angenehm, die mit einem Schlag platt zu machen.
Ach, da läuft der schon wieder rum. Komm, der letzte. Oh, ich hör's. Ich höre sein enger Management. Ich höre sein Herz, den Herzschlag. Wo? Da rechts. Oh ja, ich sehe es. Wie schon. Da habe ich mich nicht verstecken, sondern muss abhauen vielleicht? Vor ihm bis Ich. zu. Die blöde Kuh hat mir auch nicht gesagt, dass er das nicht mag. Oh, verdammt. Ach, er geht jetzt da wieder rein und dann wieder weg. Ah, okay. So funktioniert das. Haben wir ihn jetzt auch mal gesehen. Ja, Das aber war ich habe dir verdammt. gesagt, der mag es nicht. Das war verdammt knapp, eigentlich, so nah dran. Der hätte nur ein bisschen nach links gucken müssen und dann hätte er uns gesehen, obwohl der hat keine Augen so gesehen. Alles klar, Kumpel? Wir hauen ab, oder? Das wird alles so viel, Mann. Boah, ich fände es voll interessant, wenn man hier rauskommt und der mitkommen kann, der Boris, wie die Leute draußen auf ihn reagieren. Die denken So. wahrscheinlich, es ist einfach ein Typ in einem Kostüm. Das kann auch sein, ja. Und dann nimmt man einen Füller, tunkt ihn mal kurz in ihn rein und dann sieht man, siehst du, ist Tinte. Und wo meintest du, wäre noch Bretterding gewesen? Hallo? Ich meinte links von dir. Das da? Ja. Ne, da kann man ja nicht. Dann geht's Ah, nicht. Also, okay. ne. Nope, das sind nur Rohre. Gut. Wir haben es überstanden. Wir haben sogar einmal den guten alten Bendy gesehen. Kannst du uns jetzt bitte freilassen? Gehen lassen? Ach da. Irgendwas lassen? Uns in Ruhe lassen? Vielleicht. Oh. Die Axt weggewerfen. Ja. Alter, ist sie ausgerastet. Ja, sie meint ja auch, sie versuchen sie wieder zurück in die Dunkelheit zu ziehen. Ja, da vorne die drei, die da rumlaufen und sich killen. Also hier, wie die gerade sauer war, ey. Jetzt muss ich mich erst recht nicht mit der anlegen. Kann ich nicht Könnte es auch vorher. sein, dass Bendy eigentlich gekommen ist, weil sie nicht in diese Welt gehört? Das kann auch sein, ja. Dass Bendy hier in dem Sinne eigentlich der Vollstrecker einer höheren Macht ist? Wer weiß. Wow. Ich glaube, hinter mir war noch Da einer. bist du tot. Oh, hier sind wir. Warte, jetzt habe ich gerade Orientierungsprobleme. Ah, hier sind wir, okay. Warum kann ich auch nicht die Dings behalten, die Axt dabei? Das wäre so viel einfacher. Okay. Okay. Hinter mir war wohl noch einer, also muss ich noch auf die anderen Viecher auch noch achten, wenn die da sind, okay. Another day, another dollar. Uiuiui. Und richtig schlimm wird's, wenn die Gang kommt, dann noch die anderen hinten, vielleicht kommt noch Bendy hier, schmeißt mir eine große Party. Ah. Ich bleibe jetzt erstmal mit dem Rücken zur Wand erstmal hier stehen, weil nicht, dass hier wieder hinter mir einer auftaucht. Ja, ist vielleicht eine gute Idee. Ich warte, bis die mal herkommen. Okay. Ah.
Aber die Geschichte endet halt mit Kapitel 3 noch nicht. Noch lange nicht mehr. Ich hab dann irgendwo Schaden genommen. Oh. Kommen wir immer mehr. Ich ging jetzt davon aus, dass wenn die 3 dann fertig, aber nö, okay. Das wäre doch zu einfach. Das merk ich schon, ja. Die Geschichte ist aber noch lange nicht vorbei, deswegen frage ich mich auch, wie lange das Kapitel noch geht. Ja, es soll ja auch das längste von allen bisher sein. Ja, ist es ja bisher auch. Ja. Okay. Deswegen weiß ich nicht, ob es nicht bald endet. Ich glaube, ich hab's. Ja, ich glaube, es wird sich jetzt bald enden. Ja doch, eigentlich schon. Ich hab Angst. Oh. Nein. Nein. Ja, gib die mir eine Tommy Gun, okay. Vor allen Dingen, das ist ja auch noch eine Filmanlehnung. Das ist blöd. Die Verarschung von vorne bis hinten. Die treffen ja einen alten Freund. Okay. Ja. Das war ja eine Anlehnung, say hello to my little friend. Also, ja, gut. Aber. Ich glaube aber, das meint die jetzt wirklich einen, den wir schon kennen. Ja, also, ich fürchte auch. Down to the Abyss, ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende. Ich glaube, wenn wir runterfahren, kommt dann wieder eine Ausblendung vielleicht. Ja, ich glaube auch. Das Kapitel wird wahrscheinlich also damit enden. Gut passen, schauen wir mal. Es war auf jeden Fall bisher ziemlich lang. Was ich cool und finde. Und ziemlich spannend, aber ja. Du wurdest nicht vom Dämon erwischt. Das finde ich nee, sehr gut. Aber wir haben ihn wenigstens einmal gesehen. Das habe ich mir noch so gewünscht, dass wir den nochmal zu Gesicht kriegen. Hat geklappt. Ja. Also bisher ist auf jeden Fall bisher das beste Kapitel. Kann man nicht anders sagen. Oh. Doch noch nicht vorbei. Ich wette, wir werden wieder irgendwo niedergeschlagen. Könnte... Oh, verdammt. Hier ist alles so voller, ja, hier ist alles so voller Tinte und so. Das sieht so ein bisschen aus, als würden wir jetzt so in das Reich von Bendy eintreten oder sowas. Ist Bendy vielleicht der alte Freund? Ich glaube, ja. Ich hab's befürchtet. Ist gerade ein Aschenbecher aufgesammelt? Nee, das war irgendwie so eine Zuckerrübe oder sowas. Was sieht aber der Bendy sieht auch sehr krank aus. Der da? Das ist nicht Bendy, das ist einer von der Dings-Gang. Ach so. Naja, es war, glaube ich, mal ein Bendy-Koffer, das wurde anders zusammengenäht. Er gehört auf jeden Fall zu dieser Butcher-Gang. Ja. Da hinten. Ach, der. Okay, also wir dürfen nicht in sein Licht geraten. Den meinte die, okay. Ja. Ich frage mich, ob es hier immer noch eine Gefahr ist, Bendy zu begegnen. Befürchte, ja. Aber sie sagt ja, er bringt mir die Sachen, die ich brauche, also es wohl doch noch nicht Ende. Vor allem, wie laut das ist, wenn der durch das Dings geht. Ich hoffe nicht lauter als ich. Nee, aber ich meine so, weil er sollte sich ja dran vorbeischleichen und stampft er da so durch, als wäre ein schöner Regentag oder so. Kannst du den nicht mit Tinte beschmeißen? Okay. Ich meine, dann sieht er nicht mehr. Aber jetzt gerade weg. Warte, bist du laut, Alter. Okay, wir hören uns das hier erstmal an. Trouble or not, I seize everything. They don't even
Okay, ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, weil ich auf den... Was hat er gesagt? Ich habe es mehr überflogen, weil ich nicht weiß, wie schnell der liest. Entweder er war einer dieser Projektorvorführer oder er hat sie beobachtet. Auf jeden Fall hat er das Studio beobachtet und er hat herausgefunden, wie man Ärger aus dem Weg gehen kann. Und er meint, diese Typen kriegen nicht mal mit, wenn er sie beobachtet, nicht mal wenn er direkt hinter ihnen steht. Okay, heißt, solange man kann also sich bei denen frei bewegen, solange man nicht in ihr Licht reinkommt. Ja. Und das ist auch eine Szene aus der dem Trailer, aus der Trailerfolge. Ich glaube, diesmal sind die Teile dafür da, um sich vor denen zu verstecken. Das kann sein. Frage ist, wir müssen ihr zurückbringen, was sie braucht. Aber wo ist das? Ja, sie hat es ja nicht richtig gesagt, oder? Nö, sie sagt nur hier unten in den Abyss rein. Wir treffen ja auch einen alten Freund und hier müssen wir ihr das holen, was sie braucht. Wieder so eine Rübe, oder was das sein soll. Kannst auf jeden Fall auch essen, scheinbar. Das hört sich auf jeden Fall nach Kaugeräuschen an. Ach, Boris. Mann. Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ha? Du hast von zweien der Butchers Gang gerade ihre Herzen gesammelt. Das sind Herzen, du hast recht. Jetzt das dritte. Sie braucht ihre Herzen? Wofür? Oh, was zum Teufel macht alles? Erst Maschinenteile und so. Das ist ja vermuten so eine Inkmaschine, womit sie sich vervollständigen kann. Aber jetzt braucht ihr auch noch die Herzen von denen. Das ist ich weiß krank. Nicht. Also, das ist echt krank. Oh Mann, ja. Das bedeutet aber wahrscheinlich die Typen. Oh Gott. Ja, da ist er. Also der sieht krass aus. Naja. Die Typen, also diese Leichen, die hier unten rumliegen, sind wohl die Originale. Scheinbar, ja. Und dieser Projektortyp, ich frage mich, ob das mal ein echter Filmvorführer war. Weiß ich nicht. Das könnte sein. Gut, also irgendwo muss noch ein letztes Herz sein. Ja. Gar nicht so schwer, den auf den Weg zu gehen, ne? Ah, da. Das vierte. Okay, scheinbar mehr als vier. Ja, krank die Frau. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. War ich hier schon? Nee, hier ich war weiß ich nicht. Es nicht. Nicht. Die Szenen haben wir noch nicht gesehen. Hier, das ist. Nein. Ah doch, moin, jetzt sind wir einmal im Kreis hier gelaufen, okay. Liegt hier unten vielleicht noch einer hier draußen irgendwo rum? Guck mich hier mal um. Aber ich glaube nicht, weil er läuft ja auch nur in den Gängen rum. Ja. Okay, aber das ist wohl scheinbar diesmal wirklich so ein Gegner, den man nicht töten kann, wo man sich verstecken muss. So einen habe ich mir noch gewünscht, das ist cool. Oder brauchst du nur vier und musst jetzt wieder hochfahren? Nee, die würde ja dann wieder was sagen, oder? Meinst du? Ich glaube nicht. Aber oder die Einblendung hier, die Quest-Einblendung unten links würde ja wenigstens kommen, so sagen, so jetzt geht zurück zu links. Ja, das stimmt, das könnte sein. So, ich glaube, ich habe da. Aber drin, so speichern kannst du hier auch nicht, ne? Doch, hier vorne ist ein Speicherpunkt. Ah. Oder nicht, wenn der Typ gerade kommt. Ne, ich warte kurz mal hier. Ja gut, scheinbar braucht man doch mindestens noch eins. Also ich habe vier eingesammelt, habe ich zumindest jetzt. Wenn ich mich nicht verzähle. Ja, habe ich auch mitgezählt. Das heißt, da irgendwo in den Gängen sollte noch einer drin liegen, da kann man dann... Vor dir der Typ, der da liegt, hat nix, ne? Nee, das leuchtet ja dann immer so. Der hat nix. Ja, es waren immer vier Sachen, jetzt ist es auf einmal mehr, das ist schon... Komm, geht's mal weiter, oder was macht du da? Ich glaube, der steht da ein bisschen rum. Ah ne, der läuft nur langsam. Oh, Entschuldigung. Ja, der läuft sehr langsam durch die Tinte. So, wir laufen uns mal ein bisschen entgegen. Entgegen, aber nicht in die Arme laufen. Der hat auch keins. Hier war ich glaube ich noch nicht, oder? War ich hier? Doch. Hier war ich. Ja. Ja, gut, ja, hier war ich, dann warte ich, wenn wir da vorne mal lang gehen. Von da bin ich gekommen, hier.
doch nur wüsste, in welche Richtung er jetzt läuft. Okay, weiter nach da irgendwie. Kommst du jetzt wo lang? Ach, da hinten gehst du lang, okay. Okay, okay, Gott. Gut, sie hören kann er mich ja scheinbar auch nicht. Was gut ist. Ich folge ihm jetzt einfach. Ich folge ihm einfach mal, weil ich wüsste nicht, wo ich sonst lang muss. Weißt du? Ich habe keine Ahnung, weil ich war ja eigentlich schon überall, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, ich glaube auch. Da haben wir auch schon das Ding geholt, okay. Du müsstest jetzt da lang laufen, okay, okay. Ach, Boris. Ja, lauf mal weiter nach da. Ich guck mal. Das ist auch nichts mehr. Hier liegt auch nichts mehr. Vielleicht musst du auch einfach zurück zum Aufzug. Ich glaube nicht. Ich kann es gleich gucken, wenn ich hier durch bin. Aber eigentlich sagt die ja immer Bescheid, ne? Ja, aber normal. Entweder sagt die Bescheid oder es kommt wieder diese Quest-Einblendung, dass man es jetzt erledigt hat. Deswegen, glaube ich, guck mal, habe ich hier letztes Mal richtig geguckt? Nee, liegt auch nicht. Sie braucht also Herzen von denen, das ist krank. So, von der ganz üblen Sorte. Ja, das ist schon sehr heftig. Ups. Drück F9, das ist Pause. F9. Blinkt es noch? Ja. Okay, einen Augenblick. Drück einfach F10.